Der Abschied von Eva Glawischnik gestern hat vermutlich Sie so ähnlich wie mich sehr tief betroffen gemacht und berührt. Und ich habe auch sehr gut nachgehört und nachgelesen, warum sie sich zu diesem Schritt entschieden hat. Und es hat sehr viel mit der großen Verantwortung, mit der großen Herausforderung und mit der großen Belastung zu tun, der man als Politikerin, als Politiker natürlich auch, dieser Tage ausgesetzt ist. Und in den vergangenen Stunden wurde sehr viel darüber spekuliert, wer von den Grünen kann diese Herausforderung denn übernehmen. Wir haben von der Ulrike Lunacek viel Positives gelesen, auch über mich wurde viel Positives berichtet, auch über andere. Und die Frage war entweder oder. Und ich freue mich, dass ich Ihnen sagen darf, es gibt ein sowohl als auch. Und es ist meiner Meinung nach nicht nur eine gute grüne Entscheidung, sondern es ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft wieder gelten lassen sollten. Das sowohl als auch wird folgendermaßen ausschauen. Ich werde beim kommenden Bundeskongress mich persönlich als Bundessprecherin für die österreichischen Grünen zur Wahl stellen. Als Bundessprecherin werde ich die Verantwortung übernehmen, inhaltlich und strategisch in diesem Wahlkampf mitzuarbeiten, ihn federführend zu betreuen, die Vernetzung innerhalb der Grünen zu stärken und zu schauen, dass wir die Vielfalt unserer breiten Bewegung darstellen können, präsentieren können. Die Breite und Vielfalt, die Buntheit unserer Bewegung zu zeigen, ist notwendig in einer Zeit, wo sich alles in einen rechtsdriftenden Einheitsbrei vermischt. Österreich hat es verdient, dass es eine starke Kraft, eine geschlossene Bewegung und eine Gemeinschaft gibt, die sagt, wir stehen für Menschlichkeit, wir stehen für Solidarität, wir kämpfen um die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in diesem Land und das tun wir gemeinsam. Die Diskussion, die wir jetzt hier hatten, die war wirklich hervorragend und es gab unterschiedliche Stimmen, es gab unterschiedliche Optionen, die wir auch überlegt haben. Und wir kamen heraus mit einem wirklich einstimmigen Beschluss, mit großer Zustimmung. Sie, die draußen gestanden sind, haben es vielleicht gehört, den Applaus und die Unterstützung, die mir auch am Schluss dann zukam. Und diese Entscheidung, dieses sowohl als auch zu tun, nämlich mit Ingrid Philippe als Bundessprecherin und mir als Spitzenkandidatin, zu der stehe ich 100 oder 150%. Ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf, auf einen Wahlkampf, wo es um vieles geht. Für Österreich und für diese Europäische Union. Was wir derzeit erleben, nicht nur in Österreich, sondern überall, ist, dass nicht nur die Parteien rechts und weit rechts der Mitte, die sind eh schon am rechten Rand, aber dass auch Parteien, die bis vor einiger Zeit Mitte waren und sich als solche definiert haben, dass die nach rechts abdriften. Und das tun auch vor allem die Österreichische Volkspartei in der Form, wie Sebastian Kurz auch in der Vergangenheit Außen- und Europa- und auch Integrationspolitik gemacht hat, jetzt als Parteisprecher. Aber auch in der SPÖ gibt es hier Tendenzen und ist überhaupt nicht klar, ob die SPÖ und einige in ihr und eventuell auch Bundeskanzler Kern doch liebäugelt, auch mit einer Variante mit der FPÖ in eine Regierung zu gehen. Und auch die Neos schließen das nicht aus. Wir Grüne, und mein Herz schlägt grün, egal auf welcher Ebene, wir Grüne sind die Einzigen, die garantieren, und mit dieser Ansage gehe ich auch in diesen Wahlkampf, gehen wir gemeinsam mit diesem Wahlkampf, die garantieren, dass es mit uns keine FPÖ in der Regierung gibt.